Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren PowerShell-Video hier auf Datateam TV. Seit dem letzten Video hat sich einiges geändert und es gibt ein paar Punkte, die wir jetzt zusammen schauen. Wir haben ja nur die Basics bisher einmal schnell durchflogen. Heute machen wir dann ein kleines Profil, ein Benutzerprofil, wie man eben das Aussehen von PowerShell und so weiter umändern kann. Da gibt es einige Tools, die wir dann zusätzlich installieren. Und vor allem werden wir jetzt mal auch den Terminal nutzen und PowerShell 7 installieren. Dazu fangen wir mal an. Den Terminal und PowerShell 7 finden wir im Windows Store. Das heißt, wir öffnen zuerst unseren Microsoft Store. Er öffnet jetzt auf dem falschen Fenster, dann ziehe ich ihn rüber. Und dann, ja, man sieht ja, was ich hier zuletzt gesucht habe, Terminal. Und dann suchen Sie den Windows Terminal. Nicht den Preview, sondern wirklich den richtigen Windows Terminal. Den klicken Sie an und dann sehen Sie auch, dass er von Microsoft ist. Und den installieren Sie. So, während der installiert, suchen wir dann auch nochmal nach PowerShell. Und den haben wir dann hier. Wenn wir ihn anklicken, haben wir dann auch nochmal die Details, dass wir auch sehen, dass das der von Microsoft ist. Jetzt habe ich ganz vergessen, wo man die verschiedenen Versionen sieht. Ist aber nicht so wichtig. Sollte normalerweise Version 7.2 sein. Ah, da steht's. War jetzt blind. Wie gesagt, 7.2.1. Dann installieren wir den auch. Es dauert etwas. So. Dann ist der auch da. Ich öffne den mal. Wie so üblich startet er auf dem falschen Fenster. So sieht der dann aus. Dann sieht man, dass man auch in 7.2.1 ist. Und dann nehmen wir auch noch den Terminal. Der sieht dann so aus. Und den passen wir uns jetzt mal an. Und zwar, ich schließe ihn schon mal. Dann eigentlich können wir so auch schon mal Terminal die Basiskonfiguration machen. Dazu gehen wir hier im Terminal auf den File und haben hier die Settings. Dann haben wir das Default Profile. Da haben wir die zwei PowerShell Versionen. Das eine ist also die schwarze, das ist die 7.2er, und dann hier haben wir Windows PowerShell, das ist die 5.2. Wir bleiben bei der 7er. Das sieht man auch, wenn man startet, nimmt er sofort die 7.2. So, dann können wir noch, gehen wir bei Appearance. Ja, kann man die Sprache ändern, kann das Thema anpassen, das ist so, wie man möchte. Hier aktiviere ich den Acrylic-Modus für die Tabs. Das werden wir später sehen, was das genau ist. Das ist so ein Durchsichtigkeitsmodus. Und ja, das müsste schon soweit sein. Und speichern alles ab. Schließen einmal. Und dann müssen wir den Terminal nochmal neu aufrufen. Wie gesagt, ich muss ihn hier rüberziehen, weil ja, ist nicht ganz clever, das Windows Management, weil alles öffnet sich immer auf Fenster Nummer 1. Doch ja, ich müsste es auf meinen zweiten Monitor aufnehmen. So, das war dann das. Und dann gehen wir wieder in die Einstellungen. Dann haben wir beim Color Scheme, wo wir auch die verschiedenen Farben haben, kann man da auswählen, was man möchte. Wir werden hier One Half Dark auswählen. So, können wir dann auch wieder speichern. Und dann haben wir Rendering,
gesagt, Actions, das sind halt die Standardsachen, die kann man anpassen, muss man nicht. Wie gesagt, hier ändere ich jetzt zum ersten Moment nichts. Ich gehe jetzt hier nur bei Default, weil da ändere ich auf One Half Dark auch um. So. Und dann, wenn ich hier etwas runterscrolle, haben wir hier auch den Acrylic-Mode, den wir aktivieren mit 50%. Und dann speichern wir das. Und können schließen. Und dann sieht man, was der Acrylic-Mode ist. Das ist einfach die Transparenz des Fensters. So, ich schließe das jetzt, weil wir jetzt noch eigentlich einen Font installieren, den wir benötigen. So. Die Links werde ich nachher alle in der Beschreibung auf YouTube setzen und auch normalerweise auf der Data Team TV-Seite. Und zwar ist das dann zuerst mal der Link hier auf GitHub, die Nerds-Fonts. Hier suchen wir die Release. Ist dann hier die letzte Release ist eine 210 vom Februar 2020. Und dann scrollen wir ganz runter, bis wir den Font Hack haben. So, den downloaden wir. Dann öffne ich den im Ordner. So. Extrahiere den. So. Kann ich wieder schließen. Und dann installiere ich die Fonts. Ich muss sie im Moment suchen. Einen Moment bitte. Ich habe hier da Sachen im Downloads, die Verzeichnis, die da absolut gar nichts zu suchen haben. Ich weiß nicht, wie die da reinkommen. Das sind Bilder, die ich von meinen Videos oder so hatte. Keine Ahnung. Einfach weg damit. Braucht man nicht mehr. So. Dann habe ich hier den Schriftart Hack aus dem, die wir gerade drunter geladen haben. Können wir alles auswählen. Und dann Rechtsklick und Install for all Users. So. Dann installiert er die Fonts. Es dauert einen Moment. So. Dann ist der installiert. Dann können wir wieder Terminal öffnen. Und dann wechseln wir wieder in die Settings, bei Defaults, Appearance und dann ändern wir hier auf den Hack NF Font. So. Und speichern das. So, das sieht dann soweit so aus. Dann ändern wir noch ein kleines Detail. Wir gehen wieder auf die Settings, hier bei OpenJSON-File. Das öffnet dann bei mir im Visual Studio Code, den ich schon mal gedownloadet habe. Und dann suchen wir, wie heißt der jetzt, den One Half Dark, so, jetzt was, den hier. One Half Dark. Wir nehmen den ganzen Teil, kopieren ihn und kopieren ihn drunter. Jetzt dürfen wir nur nicht vergessen, dass wir das geändert haben. Können ihn so nennen, wie wir wollen. Ich nenne es einfach Data Team TV. So. Und dann ändern wir einfach die Background Color hier oben. Davon auf 001 B26. So. Und dann speichern wir das. Schließen. Und dann haben wir hier Data Team TV. Und man sieht, die Farbe, die wechselt etwas. So, speichern. Und dann hat man das auch etwas besser. So, soweit zur Basis-Präparation, Konfiguration.
mache das hier auf dem ganzen Schirm. Denn jetzt kommt die Installation von verschiedenen Tools. Wichtig hier ist, dass wir den Execution Policy auf Remote Signed setzen. Ich mache es immer mit dem Scope Co und User, weil das, wie gesagt, nur für meinen Nutzer ist. Wenn was schief geht, kann ich immer einen neuen User erstellen und der hat dann all diese Einstellungen nicht. So, dass ich sicher bin, dass das, was ich jetzt ausführe, auch funktioniert. Hier fangen wir an. Ich zeige euch mal die Seite von Scoop. Den brauchen wir. Das ist ein Command-Line-Installer für Windows. Hier steht, wie man es ausführen kann. Entweder mit dem großen Text oder einfach hier die kleinere Version. Das können wir kopieren. Hier steht das auch mit dem Remote Site, dass man daran denkt. Und dann kopiert man das hier ins Fenster. Muss immer daran denken, wenn man Rechtsklick macht, das ist wie Paste. Und dann Enter und dann downloadet er Scoop. Das dauert auch wieder einen kleinen Moment. Und danach können wir mit Scoop ein paar andere Sachen installieren. Und zwar, ich habe mir das hier vorbereitet. Wir installieren zum einen curl, sudo und jq. Das brauchen wir alles für die folgenden Sachen, die wir dann benötigen. Da wir nämlich so einen T-Manager und so benutzen werden. Und dann haben wir hier noch ein curl. So. Perfekt, das funktioniert. Und dann möchten wir noch was anderes, nämlich Git. Einige von euch nutzen es, andere nicht. Ich zeige es, weil wir auch im Thema Sachen umstellen für eben Git. Und so, dann mache ich hier mal ein Winget für Git. Da sagen wir winget install -e -id git.git. So. Dann warten wir etwas. Das dauert auch wieder einen Moment. Sagt man, ob man wirklich einverstanden ist. Sagen wir natürlich klar. Wir möchten ja Git haben. So. Das dauert einen Moment. Manchmal hört ihr hier ein Auto vorbeifahren. Das ist halt, ja, ich bin halt in meinem Büro und da fahren halt viele Autos vorbei. So, jetzt startet der Installer. Ist eigentlich hier auch wieder nur ein Fenster, wo dann Git durchläuft. So, es dauert ein paar Sekündchen. So. Können wir einmal schnell schauen, ob er da ist. Git, klar, kennt er noch nicht, weil er eben noch nicht komplett gestartet. Also ich habe den Terminal noch nicht neu gestartet und so. Wir schließen einmal den Terminal, dass wir dann all die neuen Sachen wieder geladen bekommen. So. Und dann erstellen wir hier in unserem User-Profile ein Verzeichnis. Zum Beispiel, also, was oft benutzt wird, ist eben ein .config-Verzeichnis, wo wir dann jetzt eben einfach darunter auch ein PowerShell-Verzeichnis machen, wo wir unsere Dateien erstellen werden, die wir jetzt benötigen werden. So. Ups. Jetzt wechseln wir ins Config-Verzeichnis. Oh, ich habe zu viele Verzeichnisse. Und dann ins PowerShell. Ich habe heute kein Glück mit meiner Autovervollständigung. Mit dem Tab. So. Da drunter werden wir jetzt eine Datei erstellen, aber dafür benötigen wir zuerst einmal NeoVim. Und den installieren wir dann auch.
So, Scoop Install, NeoVim und GCC. So, das dauert ein Momentchen. Ja, ist auch, sind aber nur 96 Mega. Das müsste eigentlich zügig gehen. Ich glaube, der Server ist langsam. Wenn ich denke nicht, dass ich. Schau mal auf meiner Leitung nach, aber ich denke nicht, dass da was läuft. Da dürfte eigentlich Ebbe sein. Mal in die Fritzbox rein. Was steht da? Wo habe ich denn hier das Internet, Online-Monitor? Ja, eigentlich ist da läuft nichts. Ja, hat einfach nur gedauert, warum auch immer. So, dann installiert er das. So, dann schauen wir mal, ob der funktioniert mit einem VM. Sollten wir den jetzt starten können, genau. Und dann gehen wir mit Doppelpunkt Q aus dem Programm wieder raus. Und jetzt erstellen wir das ein neues Benutzerprofil. Ich kopiere das auch wieder hier raus. So, ups. Auch noch richtig kopieren. Wie gesagt, im Config PowerShell Verzeichnis erstellen wir einen User_Profile.ps1. Ihr könnt das immer nennen, wie ihr wollt. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Und dann öffnet sich NVIM. Hier erstellen wir jetzt ein paar Aliase. Wir können hier einfach set-alias schreiben. -name. Dann vim minus value nvim zum Beispiel. Die anderen schreibe ich noch drin. Wir gehen hier zuerst raus mit einem mit Escape Doppelpunkt WQ fürs Schreiben. Und dann können wir so. Und das funktioniert, das speichert das schön ab, so wie es sein soll. So, Escape I, damit ich wieder etwas einfügen kann. Ich weiß jetzt nicht mehr, kann ich einfach copy-pasten. Ja, das funktioniert auch. So, dann haben wir ein Alias für ls. Ls ist ja sowas wie dir. Und G für Git. Dann haben wir ein Antik. So. Und dann haben wir noch den Less. So, das haben wir dann. Und dann machen wir hier wieder mit dem Escape Doppelpunkt WQ zu, dass es auch geschrieben wird. Und dann öffnen wir NVIM Dollar Profile. Das ist nämlich das Profil, das standardmäßig für also eine Variable, die standardmäßig für die Profile benutzt wird innerhalb von PowerShell. Wichtig eigentlich, kann man die Profile nicht zwischen zum Beispiel PowerShell 5 und PowerShell 7 nutzen, aber wir machen uns einen kleinen Tricks da zu nutzen. Deshalb habe ich eben in .config PowerShell das Ganze abgespeichert. Und wenn wir jetzt dann unter PowerShell 7 das Current All Host nehmen, es gibt ja verschiedene, das kann man nachprüfen, welche es gibt. So. Und dann machen wir uns da das Dot Sourcing zunutze, nämlich dann das Laden eines anderen Skripts. Was mache ich denn hier? Escape, Insert, so. Also Escape und I, damit man einschreiben kann.
Und dann, oh komm, ich kopiere es wieder raus. Ich bin heute faul. So, da haben wir hier die, also dort zu sehen, das ist eigentlich der Punkt und der Leerzeichen. Dann haben wir die Environment-Variable, was dann eben auf C zum Beispiel hinweist. Unser User-Profile ist dann meist unter C, Users und dann eben den Profilname. Und darunter haben wir dann den Verzeichnis Config und PowerShell und User-Profile PS1, was wir laden. Hier speichern wir dann mit WQA ab. So. Jetzt müssen wir hier ein neues PowerShell-Fenster öffnen, um diese Aliase zu testen. Das heißt zum Beispiel LL ist not recognized, ja, er hat es nicht geladen. LS funktioniert, ja. Dann müssen wir mal schauen, warum. Ah, ich habe jetzt aufgepasst. Jetzt habe ich den gleichen Fehler gemacht. Sehen, ich habe ein blaues PowerShell-Fenster schon geöffnet. Also ein PowerShell 5. So, jetzt machen wir hier das Richtige auf und da funktioniert LL. Was wir auch hier machen können. So. Was wollte ich noch testen? G zum Beispiel für Git. Wie Sie sehen, das funktioniert jetzt auch. Da, ja, mehr braucht man eigentlich nicht zu testen. Noch nicht. Das war es dann soweit dafür. Dann schließe ich wieder das Terminal komplett. Ich möchte das schließen, damit ich immer sicher bin, dass alles wieder sauber geladen wird. Und dann installieren wir OMyPosh. Was ist OMyPosh? Nun, das sind Themes, die man im PowerShell benutzen kann. Link werde ich, wie gesagt, ja alle verlinken im omiposh.dev/docs/themes. Da sehen Sie, da gibt es sehr viele Themes, die man nutzen kann. Wir werden hier unser eigenes Thema damit bauen. Ja, Git kann ich hier schon mal schließen. Scoop kann ich auch wieder schließen. Ich werde hier zum Testen Paradox nehmen. Das sollte dann, wo steht Paradox da? Das sollte dann bestenfalls so aussehen. So. Also gehen wir wieder hier rein und installieren wir die Module, die wir benötigen. Und zwar ist das zum ersten das Posh-Git. Wie gesagt, immer der Scope Current User und Force, damit wir keine Probleme haben. Dann wird es einfach erzwungen. Es dauert wieder etwas. Hier haben wir auch, wie gesagt, für die verschiedenen, wie man was installiert, zum Beispiel mit Winget oder über Scoop. Es gibt verschiedene Arten oder über PowerShell. Da hat man viele Möglichkeiten, wie man sie installieren kann. Hat man alles auf der Webseite stehen, muss nur Geduld haben. Das dauert ziemlich lange. Ah, da kommt's. Und dann nehmen wir den zweiten Teil. Das ist nämlich dann das Modul OMyPosh selbst. Und dann, um mal zu zeigen, wie das aussieht, ich gehe mal hier wieder auf die Themes. Ich nehme hier das erste. Na, so. Einfach um zu zeigen, dass es funktioniert. Nee, ist noch nicht fertig. Weil dann können wir nämlich ganz einfach kann man es danach wechseln, indem man z minus posh prompt und dann den Namen des Themes eingibt. So. Dann lädt er dann noch ein paar Teile runter, die noch nicht geladen waren. Und schon, siehe da, es hat gewechselt. Und wie gesagt, ich nutze jetzt einfach mal zum Testen Paradox. So. Und dann, um das dann eben zu testen, gehen wir wieder in unser
Config-Verzeichnis PowerShell. Und wir werden hier wieder das Vim User Profile umändern. So, ach ja, ich vergesse immer dieses Insert. So, hier mache ich jetzt noch einen Kommentar. Und dann, eigentlich komme ich hier zu oben, nehme ich lieber oben, wo ich dann meine Module lade. So, das mit dem Hashtag, das wird dann ignoriert. Das ist einfach nur ein Kommentar, dass man weiß, ja. Dann machen wir hier ein Import, da gibt es ja kein Autocomplete. Import Modul posh-git -scope wiederum current user und force und so, das Ganze können wir dann einfach noch mal kopieren. Wo bin ich? Da bin ich. Und dann ändern wir nur vom posh-git. Das Modul heißt dann eben o-my-bosch. So. Braucht man das eigentlich? Ach Quatsch, ich bin im falschen Film. Man muss sich auch konzentrieren, wenn man das zeigt, ne? Hier war es der Fehler. Wie gesagt, wir laden zwar die Module, aber der Rest, wo ich dahinter geschrieben habe, das ist eigentlich für die Installation gedacht. So, importieren einfach die Module und dann können wir dann config prompt, sagen wir, ja. Und da sagen wir dann set prompt paradox. So, dann gehen wir wieder hier raus und wenn wir jetzt ein neues Fenster öffnen, ein PowerShell 7 Fenster, sehen Sie, dauert etwas und er lädt sofort das neue Profil mit rein. Ist doch schon praktisch, ne? Dann kommen wir zum Customized Version, also unserer eigenen Version. Hier werden wir jetzt eine Datei erstellen, eine JSON-Datei. Ich habe sie einfach config.om.json genannt, also ich werde sie so nennen. Auch wieder im .config PowerShell-Verzeichnis. Die ist jetzt gerade leer und da füge ich dann einfach mal die Basics rein. Es ist relativ viel, deshalb werde ich das einfach rein kopieren. Diese Blöcke, das bekommt ihr ohne Probleme, findet man das fertig auf eben der Seite von Oh My Posh. So, das ist jetzt einfach die Basis. Da, wenn ich den jetzt lade, haben wir einfach nichts mehr. Sollte zumindest, wenn alles richtig läuft. So, machen wir mal Copy. So, das heißt, wir laden jetzt Oh My Posh in der Initialisierung und der Shell, wir initialisieren die Shell PWSH, so heißt eben die PowerShell, mit der Konfigurationsdatei config.omp.json, das ist ja die wir gerade erstellt haben, und dann eben noch die Invoke Expression. So, wie ihr seht, sehen wir nichts. Aber wir sind eigentlich, hat was geladen und das ist eben das, weil unsere Datei praktisch leer ist, dann wird halt eigentlich nichts geladen. So, das heißt, wir gehen wieder in unsere Datei und dann fügen wir den ersten Block für das Prompt ein. So, wie gesagt, ich habe alles vorbereitet, dass ich nur Copy-Paste brauche.
Ich werde die Dateien wohl auch auf GitHub oder so raufladen. Und dann die Links, den Link werde ich dann auch reingeben. So, wo ist mein? Da bin ich. Jetzt weiß ich nicht. Doch, das scheint. Ah, jetzt habe ich meinen Kommentar mitkopiert. Seht ihr? Space for the first test and then change it. Naja, eigentlich wollte ich, wie ihr seht, zuerst. Ups. Zuerst. Hier das Sonderzeichen noch nicht einfügen, sondern zuerst einfach nur ein Leerzeichen. Damit man sieht. Ja, komm, wir machen das lieber. Dann, damit wir sehen, wie es eigentlich aufgebaut wird. So. Da habe ich irgendwo was falsch gemacht. Was fehlt? Eine Klammer. Aus irgendeinem Versehen habe ich mir da die eine Klammer gelöscht. So, setze ich die dann einfach wieder dran. So, ich nehme die hier, dass ich auch weiß, was zu was gehört. So, man sieht hier, die gehören zusammen, die leuchten zusammen. Das klappt meistens, aber auch nicht immer. Sehen, das gehört dann zu der Klammer hier oben. Dann die eckige Klammer hier und die Klammer von da. So, jetzt sollte es okay sein. Und man sieht, er hat das schon hier geladen sofort. Diesmal kein Unable to Open Config. Und dann machen wir das, wie ich schon sagte. Und wir machen hier als Leading Diamond, das ist eben das, was der Intro. So. Setzen wir das Zeichen. Ja, wie gesagt, ich kopiere das mit drauf. Das sind eigentlich Unicode-Sonderzeichen. Man kann, wir werden später noch welche sehen. Da hat man dann einfach das U mit einem Code 256D ist das hier, das erste. Das sind eigentlich drei Zeichen. Dann U mit 2500 und U mit E0B6. Es gibt verschiedene Internetseiten, wo man sich da die anzeigen lassen kann. Dann kann man hier den Code eingeben und dann sieht man, wie das eigentlich aussieht. Na? Dann kann man hier zum Beispiel einfach den Code, die 256D, eingeben. Dann sieht man, dass das so eine Kurve eigentlich darstellt. So. Und dann gehen wir überall hier raus, speichern das ab und siehe da, wir haben hier eine schöne Kurve und ein Halbkreis zum Starten. Sieht doch schon schön aus, finde ich zumindest. So, jetzt muss ich mich wiederfinden. Wo bin ich? Ich habe mir hier schön alles vorgeschrieben, wie wir das Stück für Stück aufbauen werden. Was kommt jetzt? Ja, der Verzeichnispfad. Den setzen wir jetzt hier auch dran. Das heißt, hier machen wir Escape Insert, denn ab hier fügen wir es ein. Und zwar die Shell, die haben wir. Dann kommt zuerst der Root. Den füge ich zuerst rein. So. Dann, wie gesagt, es ist immer wichtig, Stück für Stück zu testen. Hier seht ihr wieder diese Slash U mit dann dem Code, den man auch so eingeben kann. So. Dann gehe ich wieder raus. So. Man sieht noch nichts. Und dann gehe ich wieder rein. Und
Jetzt kommt noch der Rest, nämlich der Path, der Pfad selbst. Das müsste das sein. Ups. Jetzt frei. Ach. Escape. So, ich gehe nochmal neu rein. Ich habe nämlich das, wie so üblich, was habe ich vergessen? Mein Insert. Escape Insert. So, hier haben wir den Path. Also dann wird eben der Pfad angezeigt. So, und gehen wir raus. Und siehe da, wir haben den Pfad da stehen. Sieht das nicht toll aus? So, und jetzt kommen wir zum Teil, der etwas komplizierter aussieht. Zum Teil, nämlich dem, wie soll ich sagen, dem, ach komm, ich mache wieder hier großes Fenster. Habe ich ganz vergessen. Den Teil über Git. Der ist groß und sieht komplex aus. Wie gesagt, das, ihr findet den Teil komplett fertig. Weil, wie gesagt, da gibt es bestimmte Befehle. Ah, jetzt hat er mir wieder eingefügt, wo ich nicht wollte. So, gehe ich mal raus. Ohne zu speichern. Das kann man so erzwingen mit dem Rechtsklick. Quatsch, mit dem Ausrufezeichen. So, und da möchte ich es jetzt einfügen. So, sehen, hier ist ein Template, der ist in extrem lang. Und deshalb lasse ich das jetzt da so drin stehen. So, wie gesagt, das habe ich auch so kopiert aus dem Internet, weil ich es so gefunden habe. Jetzt muss ich schauen. Ja, die Klammern sind alle da. Ich hoffe zumindest. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nee, das sollte okay sein. Wenn nicht, bekommen wir einen Fehler. So. Und um Git zu sehen, müssen wir dann natürlich auch ein Git-Verzeichnis machen. Ich habe jetzt noch nichts geladen, also müssen wir das zuerst machen. Das heißt, wir gehen. Ich habe hier schon ein Git-Verzeichnis erstellt. GitHub, darunter habe ich PowerShell erstellt. Ich habe auch auf GitHub schon den. Jetzt habe ich den Namen, wie das heißt, vergessen. Ich bin nicht sehr oft auf GitHub unterwegs. Ein Repository erstellt. Also außer zum Downloaden. Und dann haben wir hier. So. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob er das Verzeichnis erstellt oder nicht. Ist schon so lange her, dass ich Git in der Prompt benutzt habe. Gute Frage. Machen wir mal ein Git init zuerst. So, dann haben wir hier ein Basisverzeichnis. Und dann, ich dachte, wenn ich hier den Remote-Add mache, müsste das funktionieren, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich nehme mal einfach, nehmen wir noch unseren Git-Push. Den Git-Status können wir nochmal prüfen. No commits yet, nothing to commit, okay. Was machen wir? Wir erstellen mal einfach eine Testdatei. Eine typische MD-README-Datei.
Aber man sieht ja schon hier, dass man sieht, dass man in einem Git-Verzeichnis ist. Da steht das Master. Obwohl, brauche ich gar nicht. Ich habe es ja schon remote. So, jetzt gab es einen kleinen Sprung in der im Bild, denn ich habe einmal schnell nachgeprüft. Ich habe jetzt mal einfach alles gelöscht, weil irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich das haben möchte. So, ich mache einfach einen Git-Klon jetzt. So, und dann haben wir da das PowerShell. So habe ich es genannt. Wenn ich jetzt schaue, dann habe ich hier das Main und da haben wir die vereinzelten Dateien, die ich da drin habe. Später sehen wir dann, dass da noch andere Sachen auftauchen werden. Wir haben hier den Git-Status. Wahrscheinlich noch nichts gemacht. Ne. Okay. Soweit, so gut. Hauptsache, wie gesagt, es ging ja darum, dass man sieht, dass man hier einen Zusatz bekommt, wo man sieht, dass man in einem Git-Verzeichnis ist. So, macht mal wieder ein Clear Screen. Und dann gehe ich zurück aufs C, wo wir dann in unserem PowerShell, Config PowerShell Verzeichnis sind. Und dann was kommt jetzt als nächstes? Ah ja, die rechte, wir bekommen hier, mache ich noch hier rechts ein kleines Stamp oder wie man das auch immer, weil ein Write Bubble gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man das nennen soll. So, gehen wir wieder hier in unsere Config-Datei von JSON. Auf, so, bin ich wieder im Insert-Modus. Diesmal habe ich dran gedacht. Und dann, was kommt zuerst? Was kommt zuerst? Finde ich mich gerade nicht zurück. Ah, da. Es gibt immer so viel Text, wo ich mir da notiert habe. So. Wo ist mein. Da bin ich. Dann setze ich den drin. So. Prüfe, ob er das gespeichert hat. Genau. Das sieht man jetzt nicht. Da geht es hauptsächlich um Node.js. Den muss ich übrigens noch installieren, denke ich gerade dran. Habe ich ganz vergessen. So, machen wir Scoop Install NVM. Den machen wir für Node zu installieren. So, wie man sieht, muss man zuerst PowerShell neu laden. Machen wir dann auch. Machen wir den Terminal wieder neu auf. So. Und dann. Was? Ah ja. Man kann auf Node.js schauen. Da sieht man, welche Version gerade die letzte LTS-Version ist, respektive die ganz letzte Version. LTS ist die Long-Term Support, deshalb werden wir die nehmen. Weil es immer besser ist, die mit dem längsten Support zu nehmen. Das andere sind so meist Testversionen und wo halt noch manches nicht so hundertprozentig funktioniert oder unterstützt wird. So. Das habe ich vergessen. NVM habe ich doch installiert. Können wir noch mal die Version prüfen? Genau. Node ist installiert. Da habe ich irgendwo was vergessen. Ich habe den Use irgendwo. Wenn ich mich erinnere, brauche ich da einen Use. Ein Sekündchen. Ich muss mich in meiner Doku wiederfinden.
So, wie gesagt, ich muss ja den NVM Use zuerst nehmen. Ist not installed. Warum nicht? Ach, manchmal müsste man zu zwei sein, dass einer dem anderen auf die Fehler aufmerksam macht. Man muss ja zuerst mal ein NVM installieren, bevor man etwas nutzen kann. Ja, ja, ist auch schon etwas. Bah, so spät ist es eigentlich, ist ja nur 18.18 Uhr. So, lassen wir den installieren. Dann kann ich den Use auch machen. Ja. Dann mache ich Power Terminal zu. Und dann öffne ich den Terminal als Administrator. So. Man sieht hier auch einen Blitz davor, weil wir eben den Administrator-Modus sehen. Jetzt haben wir dann, können wir dann auch Node 16.3.1 benutzen. Und dann, wenn wir jetzt Node-V, müsste dann auch jetzt mittlerweile funktionieren. Genau. So, dann gehen wir wieder in unser .config Verzeichnis nach. Ja doch, das war doch richtig. PowerShell. So. Ja, klappt überall. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Nämlich die Zeit. Dann machen wir wieder hier. Ah ne, das muss ich ja wieder. Vim. Ne, nicht das User Profile. Ich muss das Config wieder editieren. Das Skype Insert. Und dann gehen wir wieder ganz zum Schluss. Weil jetzt fehlt noch der rechte Teil. Wo habe ich den? Machen wir den Teil hier zuerst? Time? Ah, steht ja schon. Ach, hatte ich ja schon gemacht. Hat mich ganz durcheinander gebracht mit dem Note, der mir fehlt. So. Dann lade ich das Ganze nochmal neu rein. Da ich faul bin, suche ich mir nochmal den Text. So. Ah, da habe ich es auch stehen gehabt. So, war egal. So. Ich möchte ja nicht tippen. So. Okay, dann machen wir die Datei wieder auf. Und dann. Ich habe hier die Time. Ich habe hier den Prompt Write, genau, so wie es sein soll. Und dann müssen wir noch den Rest dazu schreiben. So, ich habe jetzt die Klammer, dann der Eck, die Klammer, das Eck. So, muss immer aufpassen mit diesen ganzen Geklammerts, dass man da auch immer richtig liegt. Denn sonst bekommt man nur einen Fehler. Zum Beispiel hier, da habe ich dann doch irgendwo eine Klammer vergessen. So, das ist richtig. Da, wo ist das, was ich gerade... Ja, hier hatte ich hinzugefügt. Dann schauen wir mal, was fehlt. Gut, da ich jetzt nicht direkt sehe, mache ich es einfach ganz einfach.
mache hier unten einfach alles weg. Dann weiß ich ja, da bin ich richtig. Bei dem E11, Moment, das muss ich mir dann wieder hier wiederfinden. Prom 3 Segments. Ah, er hat es ja doch abgespeichert. Das sieht aber irgendwas stimmt nicht. Dann nehme ich mal einfach alles weg. So. So, und dann kopiere ich einfach nochmal das Ganze neu. So, die Hoffnung, dass es klappt. So, jetzt hat er es gefressen. So. Ich mache hier einfach ein Clear Screen, sonst sieht man nicht mehr, wo man ist. Man sieht, hat man den Pfad und hier rechts die Uhrzeit. Und dann bin ich im Config-Verzeichnis. Und ja, wenn ich hier zum Beispiel jetzt auf Z wechsle, hat man dann das da stehen. Und dann, das Git-Verzeichnis. Hat man dann direkt den Main da stehen und dann eben hier den Exit, dass man da den Pfeil und alles hat. So, das war's dann dazu. Jetzt kommt noch ein paar Kleinigkeiten, die man so nutzen kann. Zuerst werden wir jetzt mal das Ganze konfigurieren, dass es dann auch im User-Profile geladen wird. Also, ich bin ja jetzt im falschen Verzeichnis. So, machen wir wieder das User-Profile auf und dann wechseln wir da ein Teil aus. Knopf, das ist Insert, dann nehmen wir diesen Prom-Paradox raus und setzen das hier rein. Brauche ich nicht mehr Load Prom-Config. Zuerst laden wir das Verzeichnis, wo das Config-Omp ist, und dann laden wir das in wieder rein. So. Gehen wir raus, schließen wir das und öffnen ein neues Terminal. Wieder komplett von neu. Und siehe da, er lädt das perfekt, so wie es sein soll. Gehen wir wieder ins Config. Man sieht hier auch wieder, dass das rote weg ist, weil wir ja nicht mehr jetzt im Administrator drin sind. So. Dann kommen wir zum Teil, wo wir noch Ikone installieren, weil man sieht, wenn man hier einfach so ein Dir macht oder so, da sind keine Ikone, aber da gibt es im PS Galerie Repository gibt es so ein Modul, wo man dann eben Terminal Ikone laden kann. So, dann installieren wir den mal. Auch ein bisschen.
Dumm-di-dumm. Dann schaue ich mal wieder. Ne, den kann ich ja eigentlich schließen. GitHub brauche ich noch. Naja, eigentlich nicht. Ich kann noch mal auf die Not brauche ich auch nicht. Aber ich profitiere vom Fenster, um auf meine Fritzbox zu schauen, ob sich da überhaupt was tut. Da ist immer so... Ah, jetzt macht er was. Weil ist immer so eine Sache. Man sieht nicht immer, dass irgendwas läuft. Aber downloaden macht er auch nicht viel. Naja. So, dann haben wir das. Und dann importieren wir natürlich dieses Modul. Das wird ja benötigt. So, und wenn wir jetzt... Diamant, sehen Sie, da bekommen die verschiedenen Ikone, verschiedenen Dokumente ihre eigenen Ikone. Das werden wir dann wieder hier, wo bin ich da, das nächste hier importieren, Escape Insert, und dass das dann auch beim Starten geladen wird, so. Können wir dann hier direkt in einem neuen Fenster testen, ob es wirklich da ist. Und sehen, hier die Verzeichnisse sehen dann auch etwas anders aus. So. Dann gibt es noch so ein Directory Jumper. Ist auch so ein Modul. Das heißt einfach Z. Wird auch wiederum immer mal wieder benutzt. So, dann kann da Verzeichnisse wechseln. Das weiß ich, ich gehe hier mal auf Z. Das hatte ich gesagt. Da hat man gesehen, dass ich Command & Conquer spiele. So, ich gehe mal hier auf GitHub. CD, Z, Doppelpunkt, GitHub. Habe ich jetzt wieder das CD vergessen. Da gehe ich auf. Wie heißt das jetzt? PowerShell. So. Und dann gehe ich hier auf wieder zurück auf C. Und wenn ich jetzt Z Pow mache, dann sehen Sie, wenn ich dann mit Tab tippe, autovervollständigt er das, wo ich eventuell hin möchte. Z, dann sieht man all die Verzeichnisse, wo ich gerade war. Werden da so abgespeichert. Ist schon praktisch. So. Das müssen wir dann wieder auch in unserem User-Profil laden. Ups, Escape Insert. So. Ne, brauche ich eigentlich nicht. Wird ja automatisch geladen. Weiß ja, also, ja. So. Ups. Bin ich in dem falschen Fenster. Wieder mit dem Ausrufezeichen. So. Das war jetzt mein Fehler. Zur Abwechslung. Irgendwie, ja. Bin ich nicht heute voll auf der Länge. Dann installieren wir den PS Readline Autocomplete. So. Da ist dann das Modul PS Readline, Allow Pre-Release, wieder im Current User Scope und den Skip Publisher Check. Nicht unnötige Probleme zu suchen. So. Und dann haben wir hier die Source, werden wir jetzt setzen, also die PS Readline Source ist die History. Sie sehen, hier kommt schon ein Text stehen, was er aus der Historie nimmt, wo er meint, was ich als nächstes benutzen würde. Aber da gibt es dann noch eine Funktion, die ich cancel, die ich bedeutend besser finde. Und zwar die hier. So. Prediction View Style. Habe ich mich da verschrieben? Moment. Habe ich mir hier in meinem Text irgendwo was
Tritt. So, ich mache mal hier die Hilfe auf, weil eigentlich, wenn man sieht, müsste die Prediction View Style, müsste hier, sollte es ein In List View geben, wie man schön sieht. Doch warum nimmt er es nicht an? Mal sehen, ob er einen anderen etwas anderes annimmt. Was habe ich denn noch? Inline View? In. Ah, ich habe Caps Lock an. In. Inline. View. That matches Prediction View Style. Er kennt dieses Prediction View Style nicht mehr. Schon seltsam. Ist als. Ja, ich denke ja nicht, dass Microsoft da irgendwie Sachen geändert hat. Gute Frage. Ich habe ja die ganz normale Readline installiert. Es gab ja auch keinen Fehler. Ich habe zumindest keinen gesehen. Mach mal zu und wieder als Administrator auf. Nicht, dass da irgendwo was sich nicht sauber installiert hätte als Administrator, weil ich nicht Administrator-Modus war. Ich prüfe das nochmal nach. Install-Module PS-Readline, ja. Sollte eigentlich nichts extra sein. Ganz einfach so mal installieren. Das einfach für jedermann da ist. Und man kann es ja, wie gesagt, ich hatte es ja nur eben im Scope Core und User installiert. Jetzt mache ich es einfach mal global. Geduld. Einfach in den Doku nach. Deshalb gibt es die Doku ja. Aber ich sehe hier gerade nichts, was da irgendwie schlecht wäre. Es gibt eine 2.2.2, die noch in der Beta ist. So, ja, sag mal einfach all. Okay, ah, er hat die Beta 4 installiert als installieren. Okay, gut. Sollte ja aber trotzdem kein Problem zu sein. Weil laut der Doku gibt es die Option immer noch. Jetzt habe ich das hier, die List View vergessen. Ah, siehe da, da funktioniert's. Wenn ich jetzt hier. Ne, Moment, da muss ich dann. Ich gehe einfach hier mal ra wieder raus. Öffne den Terminal wieder. Vielleicht musste ich den Terminal nochmal neu starten. Ich habe es jetzt einfach nicht mehr im Kopf, wie es war. So, ich mache hier den. Ups. Das als. So. Dann gehe ich zum Beispiel auf Z, ich gehe auf GitHub, Power, Shell. Das funktioniert ja alles so weit so gut. Hier gehe ich auf .config und dann PowerShell. Okay. Und dann setze ich jetzt den List View wieder hier rein. Aber jetzt funktioniert es. Naja, Sie sehen, das ist die List View. Dann kann man hier schön durchscrollen und dann benutzen. Das heißt, man muss man daran denken, dass man die PowerShell-Fenster, das PowerShell-Fenster komplett einmal neu startet, nachdem man die
das PS Readline installiert hat. Ich schreibe mir das hier in meine Doku auf. Ansonsten werde ich nachher nicht verstehen, wenn es wieder nicht klappt. So, das war das. Dann geben wir hier in unser User Profile und setzen dann diese PS Readline hier rein. So. Okay. Nochmal schauen. Postkarte habe ich drin. Terminal-Icons habe ich. FZF werde ich noch kommen. Die Aliase habe ich. Was man noch machen kann, ist die Utilities mit Twitch. Das ist schon praktisch. Komm, ich setze die auch sofort rein. Ich zeige euch, was ich damit meine. Ist sehr praktisch. Weil man kennt ja in Linux zum Beispiel das Kommando where. So, also, wenn, muss ich hier einmal, ich mache einfach ein neues Fenster auf. So, zum Beispiel in Linux kennt man ja das Befehl where git zum Beispiel. Wie ihr seht, bekommen wir hier nichts. Machen wir aber jetzt Twitch git. Sehen Sie, wo was ist. Which, was weiß ich, PowerShell. Sehen Sie, wo PowerShell zum Beispiel zu finden ist. Ist schon eine praktische Funktion. So. Ja, jetzt noch das FZF. Ich muss das noch installieren. Machen wir das dann auch. Das ist ein Fuzzy Finder. Fuzzy Finder, klingt lustig. Wird auch öfters benutzt. Und dann können wir das Modul installieren. Install ist nicht Import. So. Es dauert dann wieder ein Momentchen. Ist dann halt so eine Funktion mit Ctrl F und so weiter. Dann kann man so definieren. Und dann kann man durch die Historie und so durchgehen. Also ist schon Fuzzy Finder kann manchmal sehr nützlich sein. Was hatte ich jetzt? Ctrl F. Und dann geht der alles durch. Ich habe jetzt zu viele Dateien, um da jetzt wirklich darauf zu warten, weil das wird dann doch etwas dauern. So, dann gehe ich wieder hier in meinen User. Ach, ich bin im falschen Verzeichnis. CD. So. Sieht, hier gibt es nur zwei Dateien. Ne? Und dann kann man die eigentlich mit dem Fuzzy Finder dann auswählen und auch benutzen. Ne? Wenn man dann die Suche vervollständigen lässt, wie jetzt hier. Jetzt bin ich, ja, User Profile. Und dann sieht man, kann man das Auto vervollständigen. So. Und dann. Oh, komm, ich mache das lieber hier rein. Oh, User Profile, wo ist mein Fuzzy? So. Dann, somit ist der Fuzzy geladen. Ich habe den PS Readline geladen. Ich habe die Terminal-Icons. Ich habe den Prompt. Und die Aliase und mein Utilities. Und dann gehe ich raus. Und somit sieht meine PowerShell jetzt so aus, was ja eigentlich perfekt ist. War perfekt für mich. Wie gesagt, jeder kann das selbst
wie soll ich sagen, einstellen, wie man es möchte. Es gibt ja auch, oh mein Porsche hat ja sehr viele fertige Profile, Themes. Aber hier, wie gesagt, einmal zeigt man nochmal den Terminal, wie er normal öffnet. Und dann hier Terminal als Administrator, dass man dann auch sieht, Sie sehen hier, da ist dieses rote Symbol, um zu zeigen, dass man als Administrator arbeitet. Und dann haben wir ja noch, wenn man auf wenn man dann in einem GitHub-Verzeichnis ist, sieht man dann, dass man hier unter dem Main so und so ist. Hätte man jetzt noch Node, wo man hier zum Beispiel in diesem Projekt benutzen würde, käme hier auch noch stehen, dass es Node-Version so und so ist. Was ja jetzt hier nicht der Fall ist, weil ich das einfach nicht nutze. So, ich habe einfach momentan gar kein Projekt runtergeladen. Ich könnte jetzt noch meine uralt Projekte runterladen, die einfach sowieso veraltet sind, aber das bringt einfach nichts. So, das war's dann dazu. Die Links werde ich, wie gesagt, alle reinschieben in die reinschreiben, nicht schieben, in die Dokumentation. Und dann, was werde ich noch machen? Ja, ich werde die Dateien dann aufs GitHub raufladen, sobald ich die jetzt hier sauber abgespeichert habe, dass man die dann auch so nutzen kann. Und dann, ja, das war's dann für diese langwierige Produktion mit einigen Fehlern meinerseits, wo ich nicht aufgepasst habe. Aber gut, das kommt halt vor. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und dann sehen wir uns in einem nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüss.